Heute stelle ich dir 5 Arten von Selbstmanipulation vor, wodurch du bessere Noten in der Oberstufe schreiben wirst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und wir denken oft, oh ja, ich muss das richtig machen, das und immer nur richtig. Aber wisst ihr, wovon ich ein ganz, ganz großer Fan bin? Von falsch. Und was zum Beispiel falsch ist, ist natürlich eine Manipulation. Und wir denken oft, ja, aber wenn ich mich selbst manipuliere, dann lüge ich mich doch an. Natürlich lügst du dich an, aber es kann super oft super sinnvoll sein. Und da gebe ich dir heute 5 Möglichkeiten mit, was ich selbst alles angewendet habe und was einen großen, großen Unterschied in meiner Oberstufenzeit gemacht hat. Erstens, Fake-Interesse. Es ist einfach so, dass wir in der Oberstufe viele Fächer haben, die uns einfach nicht jucken. Ja, auch wenn wir vielleicht selbst nochmal wählen durften. Die ein oder andere Stunde denkst du dir, Digga, wo zum Teufel sitze ich hier? Und da, nachdem natürlich in diesen Sachen trotzdem deine Mitarbeit bewertet wird, trotzdem Teste geschrieben wird, trotzdem eine Ex-Abfrage und später auch eine Klausur gemacht wird, ist es einfach super wichtig, dass du auch damit am Start bist, dich motivierst, meldest. Die Frage ist, wenn mich das Ding nicht interessiert, woher soll ich diese Motivation ziehen? Ganz einfach, Fake-Interesse. Dazu habe ich auch extra nochmal ein Video gemacht, findest du rechts oben, wie du dich für Fächer motivierst, die dich nicht interessieren. Und das bedeutet einfach nur, dass du dich wirklich reinsteigst, dass du dich aktiv reinsteigst. Ich liebe es. Boah, Geschichte ist so nice. Sozialkunde ist so nice. So geil. Ich liebe das. Auch wenn es überhaupt nicht der Fall ist. Aber wenn du das, also lach dir wirklich den Arsch auf, vielleicht auch während du das jetzt schon gehört hast. Probier es selbst nicht aus. Mach das. Übertreib das vollkommen, bis deine Eltern denken, was macht die oder der in ihrem Zimmer? So, hä? Aber genau das ist im Prinzip der Hack, wie du es wirklich schaffst, auch einfach dauerhaft die Motivation am Start zu haben. Das leitet auch schon direkt über zum nächsten Punkt, und zwar zweitens, Bock zu performen. Das ist ja eine der zentralsten Dinge, die ich euch wirklich auch weitergeben möchte, ist diese Spaß am Leistung bringen. Denn das ist wieder ein super Hack, wie du es wirklich schaffst, dich einfach auch für Dinge zu motivieren, die dich gar nicht interessieren. Weil dadurch, dass du sagst, ich möchte einfach nur gut werden, ja, hab Spaß daran, gut zu werden und werde gut, um Spaß zu haben, dadurch schaffst du es im Prinzip, deine ganze Motivation, deine Lust, dein Wille, besser zu werden, all das unabhängig vom Inhalt zu machen. Das heißt, es ist eigentlich egal, welches Fach du hast, ob das gerade relevant ist, der Lehrer das spannend gestaltet, es ist vollkommen egal. Du möchtest für dich selbst einfach nur besser werden. Du möchtest performen. Du hast Lust daran, Leistung zu bringen. Und wenn du das schaffst und im Prinzip wirklich auch diesen Tweak in deinem Kopf machst und nicht mal alles auch nur auf die Noten zu sehen, ja, dass es nur um die Noten geht, sondern einfach nur um deine eigene Leistung, Spaß daran haben, besser zu werden, das wird ganz, ganz viel für dich verändern. Drittens, Surfacing. Das ist eine meiner, ist eigentlich keine Methode, ja, ist ein bisschen zu wenig für eine Methode, aber es ist ein geiler Hack. Und zwar, das habe ich ja in einigen Videos auch schon erklärt, zum Beispiel in den 5 Lernhacks, die du bestimmt noch nicht kennst, findest du auch rechts oben in der Ecke. Das bedeutet einfach nur, dass du, nachdem du deine ganze Vorbereitung abgeschlossen hast, ja, du bist vielleicht super gut darauf vorbereitet, auf eine Prüfung, oder du bist gar nicht vorbereitet, ist vollkommen egal. Die allerletzte Sache, den allerletzten Schritt, den du machen solltest, ist, all deine Sachen zu machen, am besten deine kompakte Zusammenfassung aus der AA-Methode, und die nimmst du dann und blätterst einfach nochmal drüber. Vielleicht maximal 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden pro Seite. Wirklich zu sagen, hey, okay, kann ich. Weil dabei geht es überhaupt nicht mehr darum, dass du irgendwas lernst, sondern es geht einfach nur darum, dass du erstens nochmal deinen Kopf stimulierst in Bezug auf die wichtigsten Fachbegriffe oder Stichpunkte, die du später jetzt dann auch in der Prüfung abrufen willst. Und vor allem, viel, viel wichtiger, dir selbst ein positives Gefühl zu geben. Selbst wenn du die Sachen nicht kannst, sag dir einfach, ich kann sie, pure Selbstmanipulation, wodurch du mit viel mehr Selbstvertrauen in die Prüfung reingehen wirst und auch einfach viel optimistischer sein wirst, was natürlich sowas wie Prüfungsangst auch super, super vorbeugt. Viertens, Attribution. Attribution ist im Prinzip ein Begriff aus der Psychologie, der einfach nur besagt, dass es einfach verschiedene Arten und Möglichkeiten gibt, die Gründe für verschiedene Ereignisse, die passieren, auf verschiedene Dinge eben zu attribuieren. Zum Beispiel, du kannst sagen, ich habe eine gute Note rausbekommen. Der Grund, ja, ist, dass ich sehr viel gelernt habe. Dann attribuierst du den Kausalzusammenhang, also den Grund, für diese gute Note auf deine eigene Leistung, sprich auf dich selbst. Genauso gut könntest du aber auch sagen, nee, das hat eigentlich nicht viel damit zu tun gehabt, dass ich viel gelernt habe. Die Prüfung war einfach nur super leicht, weil alle anderen hatten auch gute Noten. Und jetzt ist natürlich Attribution selbst, nicht die Selbstmanipulation, sondern du musst richtig attribuieren, oder eigentlich falsch, aber zu deinem Vorteil, dass du daraus die richtigen Schlüsse ziehst, um selbst bessere Noten zu schreiben. Das bedeutet, wenn du eine schlechte Note rausbekommst, dann ist es auf der einen Seite extrem wichtig, dass du sagst, okay, das ist, der Grund davon liegt zu einem gewissen Teil in mir, einfach ehrlich sein, damit du dich selbst verbesserst.
Aber sobald du diesen Punkt abgehakt hast, musst du den ganzen Rest, den ganzen anderen Grund, warum du keine gute Note geschrieben hast, auf die Umwelt attribuieren. Also zum Beispiel auf die Schwierigkeit der Prüfung, auf den Lehrer. Warum? Weil du dadurch den Misserfolg nicht mehr in dir selbst siehst, sondern im Außen. Klar, wichtig, dass du dich nicht selbst nicht manipulierst, aber selbst überschätzt im Sinne von, oh, immer wenn ich eine schlechte Note geschrieben habe, lag es nicht an mir, weil das führt dir nur dazu, dass du irgendwann dich gar nicht mehr verbesserst. Aber dein Selbstvertrauen darf darunter nicht leiden. Das heißt, der Teil, der sinnvoll ist, mitnehmen für dich selbst. Ansonsten auf allen anderen die Schuld zu schieben. Und noch viel, viel wichtiger, wenn du gute Noten bekommst, immer dir selbst zu schreiben. Immer dir selbst zu schreiben. Immer selbst schreiben. Weil du sagst, ja, Mann, ich bin einfach gut, ich bin einfach gut. Weil daraus kreierst du eine Identität, die dich langfristig da eigentlich fast schon dazu zwingt, weil wir Menschen nur nach Identität leben, einfach darauf gute Noten zu schreiben, dich gut vorzubereiten, dich um Prüfungsangst zu kümmern, all die Sachen, einfach nur, dass du maximal performst. Und zu guter Letzt mein absoluter Favorite, fünftens, Hashtag Beast Mode. Hashtag Beast Mode oder einfach nur Beast Mode, das bedeutet für mich, dass bevor du in jede Prüfung gehst, wo dir auch im Prinzip das Surfacing, was wir als drittes besprochen haben, unfassbar viel hilft, dass du vor jeder Prüfung sagst, I'm ready. I'm ready. Unabhängig davon, ob du ready bist oder nicht. Wieder Selbstmanipulation. Darum geht's gar nicht. Was wichtig ist, dass du sagst, I'm ready. I'm ready. Ich habe so Bock, diese Prüfung zu zerstören. Richtig, dass du es richtig so aufbaust. Mit Musik, Meditation, Visualisierung, was auch immer. Nutz, was du willst. Dass du wirklich in diese Beast Mode kommst und sagst, hell fucking yeah. Ja? Hell fucking yeah. Weil während alle deinen Mitschülern denken, oh, hast du das noch? Hast du das noch? Hast du das noch? Oh, ich habe gehört, du bist voll schwer. Ich habe nicht gut gelernt. Ich habe nicht gut geschlafen. Blablabla. Stehst du am besten ein bisschen abseits von allen. Am besten mit gar niemandem mehr sprechen. Einfach nur. Und auch wenn du vielleicht äußerlich nicht zeigen sollst, weil sonst halt denkst, okay, was ist mit dem los? Wirklich einfach in dir so, I'm ready, Beast Mode, ich bin Abitur, let's go, let's go, let's go. Ich habe mir Leos Video angeschaut, also wirklich halt auf dem Stil. Und dann wirst du einfach mit so einem geilen Gefühl in die Prüfung gehen, dass du eigentlich gar nicht anders kannst, als das Maximum von dem, wie du dich vorbereitet hast, auch abzurufen. Und das wird extrem, extrem viel bringen. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.